Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und heute habe ich hier einmal die Pink Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pink Box ist eine monatlich erscheinende Abo-Box, kommt immer so ungefähr zum Anfang des Monats, kostet ab 13,45 € pro Box, je nachdem welche Abo-Variante man so wählt. Sie enthält mittlerweile 6 Beauty-Produkte, beziehungsweise Beauty- und Food- und Lifestyle-Artikel, weil die Zeitschrift, die normalerweise mit dabei war, ist nicht mehr mit dabei und das wurde durch ein Produkt ersetzt und das finde ich ganz cool. Ja, und da es eine Kooperation ist und ich die Box kostenfrei zur Verfügung gestellt bekomme, um sie hier vorzustellen, darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Dieses Mal erscheint die Pink Box im ganz klassischen Design. Wir haben einfach eine pinke Box, wo Pink Box draufsteht. Das ist, ne? Ja. Das ist das Logo halt ganz einfach. Und es ist eine quadratische Box, die echt, also als Aufbewahrungsbox total klasse ist. Viele in meinem Umfeld reißen sich tatsächlich auch um diese Boxen und ich sammle die auch ganz gerne. Manchmal verwende ich die aber auch, um sie als Verlosungsboxen zu verwenden. Versenden, Entschuldigung. Das heißt, dann packe ich für euch zum Beispiel individuell zusammengestellte Beauty-Pakete. Genau. Und falls du keine Videos mehr auf diesem Kanal verpassen möchtest, dann klick gerne hier unten mal auf Abonnieren, aktivier das Glöckchen und ja, verfolgt mich so ein bisschen und ja, werde Teil meiner kleinen, verrückten, feinen Welt. So, also, wir haben dieses Mal schon wieder ein bisschen Werbung mit dabei von Tales.com. Ich weiß nicht, gefühlt packt das gerade jeder in die Boxen so mit rein, ne? Ich weiß nicht, das ist immer so phasenweise. Da kannst du dir halt dein Hundefutter individuell zusammenmischen. Ich hatte schon mal mit denen Kontakt, aber irgendwie haben die sich danach irgendwann nicht mehr gemeldet. Ich weiß es nicht. Egal. Wäre nämlich auch eine coole Geschichte für Sammy gewesen, ne? Naja, mal gucken. So, dann, bevor ich das Produkt zeige, was neben der Box lag, würde ich sagen, wir machen die Box einfach erstmal auf. Oder wir möchten uns angucken, was das Motto ist, um uns so ein bisschen einzustimmen. Wir haben den Deckel entfernt und es steht nicht mehr im Deckel. Du bist schön. Das ist schade. Ich fand das immer sehr charmant und habe mich über das Kompliment, was man jeden Monat bekommen hat, sehr gefreut. Wir haben hier ein Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen und mit einem Seidenschleifchen zusammengehalten wird. Und die Produkte, die hier in dieser Box mit drin sind, sind meistens so aus dem Bereich Drogerie. Dafür aber dann auch wirklich Full Sizes, also komplett Normalgrößen, wie man sie halt auch im DM oder im Rossmann oder so kaufen könnte. Genau, aber dafür dann halt nicht so mega High-End irgendwas, was man gar nicht kennt. Das war voll der krasse Reim. Okay, das ist hier nicht geskriptet. Das ist total witzig. Manchmal kommt das hier in meinen Kopf rein und dann ist das da und dann muss das rausgelassen werden. Das nennt man Kreativität und das eskaliert manchmal ein bisschen. Hier haben wir dann das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das Motto scheint zu sein, Here comes the sun. Ja, die Sonne. Auf die warte ich. Nächste Woche soll es richtig geil werden. Da bin ich mal gespannt. Mein Freund hat sich jetzt ja gerade erst einen neuen Grill geholt, der übrigens Fred heißt. Also die Marke heißt Fred. Ich habe mich... Nee, eigentlich nicht. Das Modell heißt Fred. Ich habe mich weggeschmissen, denn ich nenne meine Unreinheiten ja auch gerne Mr. Fred oder die Mr. Fred Ausflugsfamilie. Und als er mir dann den Link geschickt hat, ich habe mich weggeschmissen. Ich sage, du kannst jetzt nicht einen Grill kaufen, der so heißt wie meine Pickel. Doch, er ist gut, muss ich wirklich sagen. Und jetzt haben wir da schon mal Rind drauf gemacht, um den mal auszuprobieren. War sehr lecker. Und demnächst wollen wir dann Fisch ausprobieren. Also egal, welches Wetter ist, wir grillen trotzdem. Und das macht sehr viel Spaß. Hier haben wir dann so ein Heftchen drin, wo so aktuelle Rabattcodes mit drin vermerkt sind. Jetzt von Juli, ne? Und hier haben wir dann den Blick in die Box. Haben dann schon mal so, ne? Wir sehen schon ein paar Produkte, die hier drin sein werden. Ich sehe auch schon ein Food-Produkt. Aber ich möchte erstmal mich einstimmen, denn wir haben in diesem Heftchen, wo drin steht, was drin ist, immer so eine erste Seite. Und da, ja, ich rede viel. Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich bin eine Labertasche, sonst würde ich kein YouTube machen. Wenn ich hier nur die Produkte nach und nach in die Kamera halte, hätten wir eine Minute Video, wenn überhaupt. Würde euch aber, glaube ich, keinen Mehrwert geben und mir keinen Spaß machen. Deswegen habe ich hier unten immer so Timestamps eingebaut. Da könnt ihr dann einfach mein Laberababer überspringen, wenn ihr möchtet. Genau. Hier haben wir dann quasi das Motto beschrieben und werden so ein bisschen eingestimmt und mit auf die Reise genommen, das mag ich. Hallo Pink Lady. Ach, lange haben wir auf ihn gewartet und nun ist er endlich da. Sommer. Mit unserer Pink Box Here Comes the Sun bist du perfekt für die hotte Jahreszeit gewappnet. Ganz egal, ob es dich in ferne Länder, auf einen Citytrip oder bei Konien verschlägt. Im Sommer ist der richtige UV-Schutz ein Must-Have. Daher findest du in deiner Pink Box gleich 2 professionelle Sonnenschutzprodukte von Ultrasun. Na toll, ihr habt mich gespoilert. Nicht, dass das hier ein Spoiler-Video wäre, aber läuft.
Noch keine Zeit zum Bräunen gehabt? Kein Problem. Okay. Also, wie findet ihr das, wenn man dieses Heftchen hat? Mögt ihr das lieber, wenn da schon die Produkte gespoilert werden, oder möchtet ihr nur so einen kleinen Flow in das Thema reinbekommen, ohne dass Produkte genannt werden? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, denn ich weiß, dass die Pinkbox Boxenpacker sich das auch tatsächlich manchmal durchlesen, und dann wäre das ganz gut zu wissen. Also, bla 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 bla, Spoiler über Produkte. Wir wünschen dir eine aufregende Sommerzeit. Viel Spaß beim Ausprobieren und Testen deiner neuen Summer Highlights, dein Pinkbox-Team. Bin ich mal gespannt. Wir haben hier die Produkte abgebildet. Wir haben da auch manchmal Rabattcodes zu. Dann haben wir auch drin stehen 10 Sommerhits mit guter Laune-Garantie und so weiter. Das sind halt immer so zur aktuellen Zeit so ein paar Themen. Oder ja, zum Beispiel, wie man sich einen erfrischenden Sommerdrink Orange Cola machen könnte. Mit Organics bei Red Bull und Simply Cola. Ne? Also kann man sich alles zaubern. Auf jeden Fall nehme ich jetzt mal das erste raus, was ich ja auch schon genannt habe. Das habe ich tatsächlich schon da. Das ist von Ultrasun mit Lichtschutzfaktor 30. Ein Anti-Photo-Aging-Zellschutz, Sonnenschutzgel für sensible Haut. Das ist nicht komedogen, also nicht pickelverursachend. Dementsprechend ist es eigentlich perfekt für mich. Noch besser wäre für mich tatsächlich, wenn das Lichtschutzfaktor 50 hätte, denn den verwende ich aktuell. Da habe ich jetzt aber einen von Dalton in Anwendung, den ich aber auch schon einmal leer gemacht habe und jetzt wieder in Anwendung habe und den ich richtig gerne mag. Und deswegen wird das dann wahrscheinlich weiter wandern, aber ich finde das als Sonnenprodukt für Here Comes the Sun total wichtig, denn viele achten da einfach nicht drauf, dass man Sonnenschutz für das Gesicht verwenden sollte. Was macht die Sonne mit unserem Gesicht? Sie brennt und sie macht die Haut halt. Wir haben Haut, Gesicht ist halt wirklich sensibel und so. Pigmentflecken, Hautkrebs kann entstehen und allen Trampampam-Falten und so, ne? Das macht alles die Sonne. Nimmt auf jeden Fall Sonnenschutz, ordentlich Sonnenschutz. Ja gut, besser ein bisschen als gar nichts, ist so meine Devise, ne? Manchmal habe ich einfach auch keine Zeit oder keine Lust, mir da eine richtig fette Cremeschicht drauf zu machen. Aber im Großen und Ganzen kann ich euch nur empfehlen, euch jeden Tag, egal welche Jahreszeit, schön unter allem Trampampam Lichtschutzfaktor aufzugeben. Also als letzten Schritt der Hautpflegeroutine und als ersten Schritt vor dem Make-up quasi, wenn ihr euch danach schminken möchtet. Ne? Genau, also das nur kurz so zur Info, aber wir gucken uns mal an, wie das Produkt an sich aussieht, weil ich glaube, das interessiert uns ja. Genau, da haben wir dann hier einfach ein Pumper. Und da kommt dann oben das Produkt raus, wenn man da drauf rumpumpert. Ich mag ja diese R2D2-Spender, ne? Hat I plus M ja auch. Mag ich. Ich mag es optisch einfach. Ich finde es niedlich, das ist meine Kindheit. Ich stehe drauf, läuft bei mir. Hier steht auch tatsächlich, wie viel man nehmen sollte. Für dein Gesicht solltest du, oder? Apply one finger of Usan Protection on your face. Apply additionally one finger of Usan. Auf U-Sun, genau, UV-Sun Protection on your neck and ears. Also du solltest, ja, die Ohren auch nicht vergessen. Eine Fingerlänge von deinem Zeigefinger auf dein Gesicht und eine Fingerlänge auf deinen Hals und deine Ohren. Die darfst du auch nicht vergessen. Und das Dekolleté spricht ja für sich, muss auch auf jeden Fall geschützt werden, weil oft sieht man halt diese wunderschönen, glatt gebügelten Ladies mit, ne, ein paar 20 Euro, Euro vor allem, ein paar 20 Jahren und, Hals ist halt faltig, ne? Dann sieht man halt das Alter. Hände auch übrigens. Ja, das nächste Produkt, was ich hier mit drin habe, ist von You Glow Girl von B10. Gradual Glow 10 Mist. Glowing Skin is always in. Get Glowing Girl. 100 ml sind hier drin enthalten. Und das ist einfach ein Tanning Spray. Ich weiß nicht, ob du das für die Haare... Ach Quatsch, ich habe Wortfindungsstörungen, Leute. Das ist unglaublich. Ob du das fürs Gesicht nimmst oder für den Körper. Für Gesicht und Körper. Siehst du, das steht hier drauf und ja, machst du dir drauf, verteilt es halt ordentlich, mindestens 15 cm von der Haut entfernt drauf machen. Bevor du Make-up oder Sonnencreme aufträgst, ja, das ist klar, das sollte schon direkt auf die Haut gegeben werden und einige Minuten muss man das trocknen lassen. Ich weiß jetzt echt nicht, Glanz, Zerstäuber, weiß ich nicht, wie lange das dann braucht, um seine Wirkung zu entfachen. Ich kenne ja zum Beispiel von Beauty Mates den, ach Mensch, den Selbstbräuner Booster, so heißt der. Ich sag's ja, Wortfindungsstörung. Den verwende ich super gerne in meiner Bodylotion und auch in meiner Gesichtscreme, um da einfach noch so ein bisschen nachzuhelfen. Bodylotion aber tatsächlich nur an den Beinen, weil die werden nicht braun, Leute. Das ist unglaublich. Ich habe die
tagelang in die Sonne gehalten, ne? Nichts. Null, nada, niente. Naja, aber sowas ist dann halt auch wirklich jetzt ganz passend, wenn man eben genau sowas hat, dass man einfach nicht braun wird, ne? Und dann legt man einfach bei den Beinen zum Beispiel nach. So, das hier ist auch ein super Sonnenprodukt und zwar von 8x4. Vibrant Flower Inspired by Premium Fragrance. Das ist ein Deo, ne? Mit 0% Aluminium. Ja, finde ich cool. Da hat man sicherlich noch die Möglichkeit gehabt, auch unterschiedliche Düfte mit dabei zu haben. Lightweight Can. Irgendwas ist leichtgewichtig. Okay, schön. Und ja, dann dreht man das auf und dann kann man sich das Deo drunter packen. Ich brauche einfach im Sommer deutlich mehr Deo als im Winter. Natürlich, im Winter trage ich auch mehr so Synthetik-Klamotten oder Baumwollklamotten, die mich auch wirklich zum Schwitzen bringen. Wenn ich dann noch irgendwie im Wohnzimmer bin, wo bei uns an der Kamin auf Hochtouren läuft oder so, ist klar, ne? Da schwitze ich dann auch. Aber irgendwie im Sommer, irgendwie, weiß ich nicht, brauche ich da definitiv mehr Deo. Deswegen finde ich es cool, dass es drin ist, kann man gut gebrauchen. Das waren schon mal 3 Produkte. Das ist übrigens das Produkt, was daneben lag. Auch das ist perfekt für den Sommer. Das glaube ich, das werde ich auch mal wieder ausprobieren. Ich bin ja ein großer Fan von Epilieren, aber ich glaube, ich sollte mal an den Beinen auch wieder Kaltwachsstreifen ausprobieren. Easy Gel Kaltwachsstreifen, bis zu 28 Tage glatte Haut, läuft. Sogar kürzeste Haare ab 1,5 mm nimmt das Ding weg. Die werden immer besser, ich sag euch das. 20 Kaltwachsstreifen und 2 Pflegetücher mit Mandelöl und Kornblumenduft. Ja gut. Was ich halt oft habe, dass meine Haare, also ich muss dann halt so oft immer drüber gehen, dass es mir echt schon auf den Keks geht. Und ich denke, ey, da hätte ich mich besser 5-mal rasieren können, bevor ich Kaltwachsstreifen nehme. Aber ja, bei mir wachsen Haare halt relativ schnell. Ich muss mich im Sommer, wenn ich halt, ne, jeden Tag muss ich meine Achseln rasieren und jeden zweiten Tag ungefähr meine Beine tatsächlich. Ansonsten fühle ich mich halt auch einfach unwohl. Nein, ich muss es nicht, ich möchte es einfach. Ne? Man muss sich nicht rasieren. Ich habe auch eine Kollegin, die sich nie die Beine rasiert. Aber die hat halt super helle Haare. Warum soll die sich die Beine rasieren? Ich rasiere mir auch nicht die Arme. Meine Herren, labere ich heute viel. Krass. Also wirklich jeder so, wie er meint. Meine Mom hat sich auch Ewigkeiten nicht die Beine rasiert. Ne? Das hat sie erst gemacht, als ich damit angefangen habe. Von daher, jeder so, wie er meint. Ich finde, das sollte auch niemandem aufgezwungen werden. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn Frauen Achselhaare haben. Nur mal so, by the way. Ne? Wenn man, also, weiß ich nicht. Finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist genug Männer rasieren sich auch nicht die Achseln. Egal. Ganz anderes Thema. Da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Genau. Werde ich ausprobieren. Mal gucken. Ne? Also ich habe normalerweise einen Epilierer, wenn es halt ganz hart auf hart kommt und ich wirklich keinen Bock habe, mich groß zu rasieren oder sonst was, dann epiliere ich mir sogar die Achseln und da bin ich echt hardcore unterwegs, Leute. Also Achselepilieren ist quasi Endgegner, Endstufe, das Allerschlimmste, was du machen kannst. Also du kannst dir wirklich alle anderen Stellen, in deinem Körper epilieren und die tun bei weitem nicht so weh wie die Achseln. Weil die Achselhaare ist halt etwas, was, wie uns das ja anerzogen worden ist, sage ich jetzt mal, wir halt sehr, sehr häufig dann auch immer wieder rasiert haben und keine Ahnung. Deswegen, ich weiß nicht, oder die sind einfach schon länger da. Auf jeden Fall sind die Wurzeln halt total dick. Also wenn ich da mit dem Epilierer rangehe und das, ne, das blutet bei mir dann halt auch tatsächlich öfters mal. Was rede ich hier? Und naja, auf jeden Fall kann ich euch das nicht hundertprozentig empfehlen, das nachzumachen. Ne, als ich das erste Mal gemacht habe, bin ich 3 Tage rumgelaufen wie so ein Türsteher, als hätte ich so Rasierklingen unter meinen Achseln versteckt. Ganz verrückt. Also die waren blau, Leute. Das war echt schlimm. Und dann habe ich den Epilierer angesetzt und habe es gemacht. Und er war drin. Das war böse. Das war wirklich böse. Dann nimmst du lieber einen Kaltwachsstreifen und kriegst nicht alle weg. Ne? Puh, ja, ne, keine Ahnung. Das ist nur mal so eine kleine Story aus meinem Leben. Ja. Okay, ja, was haben wir denn hier noch drin? Und zwar noch ein Produkt von Ultrasun, haben sie ja angeteasert. Und zwar, das finde ich so wichtig, Lichtschutzpflege für die Lippen. Alle reden davon, dass du Lichtschutzpflege auf dein Gesicht machen sollst, auf deinen Körper, auf Rampampam. Ja, was ist mit den Lippen und mit den Ohren und dem Hals? Wird immer gerne vergessen. Und das hier ist Lip Protection and Care mit Lichtschutzfaktor 30. 50 wäre wie gesagt noch besser gewesen, aber 30 ist schon mal recht gut, finde ich. Und deswegen, ne, finde ich extrem gut. Ich habe den auch schon mal gehabt und leer gemacht. Die sind halt nicht so flutschig, wenn ich das mal so sagen darf, sondern die sind halt etwas fester, weil es halt mit Lichtschutzfaktor drin ist. Es kann sein, dass es bei manchen auch ein bisschen weißelt oder so, aber das finde ich nicht schlimm. Also, ne, wenn es, also manchmal weißelt ja auch Lichtschutzpflege am Körper und im Gesicht und so, ne? Kann bei sowas halt auch passieren, je nachdem, wie dick man sich den aufträgt, ne? Und wie warm die Umgebung so ist. Ach Gott, ich rede zu viel. Ja,
Genau, das war das fünfte Produkt und jetzt haben wir hier das sechste und das ist ein auch angekündigtes Produkt und zwar ein Getränk von Organics by Red Bull. Ich glaube, das ist irgendwie so eine etwas natürlichere Variante davon. Keine Ahnung, es ist ein Energy Drink und ich rede jetzt ja schon wie ein Wasserfall. Es ist 20.12 Uhr und ich muss gleich duschen und dann muss ich ins Bett, weil ich muss morgen arbeiten. Ich werde mir den nicht reinpfeifen, denn sonst mache ich die Nacht durch, safe. Simply Cola, Strong and Natural. Genau, ich weiß nicht. Hier aus Zutaten, 100% natürlicher Herkunft, Bio-Erfrischungsgetränk mit natürlichen Aromen aus Pflanzenextrakten, Koffein und Kohlensäure haltig. Ist eigentlich ganz nett, ne? Also sowas ist etwas, was mein Freund auch super gerne mag. Der trinkt ab und an mal einen Energy Drink und ich halt auch, wenn ich mal müde bin, aber das kommt bei mir tatsächlich, also wenn dann ganz früh morgens und da trinke ich mir keinen Energy Drink. Ja, weiß ich nicht, 38 Kilokalorien pro 100 Milliliter, ist das viel, ist das wenig? Ich habe keine Ahnung. Koffein ist aus Kaffeebohnen tatsächlich. Ach, guck mal. Das finde ich auch interessant, ne? Weil deswegen ist es dann auch wahrscheinlich natürlich. Hier stehen jetzt keine Inhaltsstoffe drin. Das doch hier oben. Ach, ich bin so blind. Wasserzucker, Karamell, Zuckersirup, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Zuckerrohr, Zitronen, Ingwer, Limetten, Vanille, Süßholz, Galgant, Zimt, Kolanuss, Kakao, Orangen, Kokablatt, was für viele Aromen, Kardamom, Minz, Pinien, Muskatblüten und Nelkenaroma. Natürliches Aroma aus Koffein aus Kaffeebohnen. Das sind mal interessante Inhaltsstoffe, ne? Also da hast du halt wirklich Cola. Okay, kein Energy Drink. Das ist halt wie eine Cola. Theoretisch kann ich es jetzt trinken, weil abends trinke ich auch wohl Cola. Nein, das muss gekühlt werden und ich trinke mir abends keine Cola. Herzlich willkommen in meinem Leben. Es tut mir so leid, dass ich ein bisschen paddelig war. Wie fand ich die Produkte? Nun ja, also, umgehaut haben sie mich nicht. Ich persönlich vermisse immer ich möchte gerne immer in einer Beautybox ein dekoratives Kosmetikprodukt drin haben, weil ich da einfach tierisch drauf abfahre. Das ist aber halt mein Ding. Es gibt aber auch welche, die sagen, diese ganzen dekorativen Kosmetikprodukte in den Boxen gehen mir voll auf den Keks. Brauche ich nicht. Ich will nur Pflege haben, ne? Jeder so, wie er meint. Mir hat es aber tatsächlich gefehlt, bin ich ehrlich. Trotzdem finde ich den Inhalt der Box auf jeden Fall aufs Motto ganz gut abgestimmt. Ansonsten, also dieses Ultrasun fürs Gesicht ist halt super hochpreisig, ne? Deswegen haben wir da halt ein Kabam-Produkt mit dabei. Aber ja, ich weiß nicht. Also für mich hätte da tatsächlich, ich weiß nicht genau was, aber irgendwas fehlt mir dabei. Also für mich fehlt dieser richtige Wow-Effekt gerade bei der Box so ein bisschen, ne? Trotzdem fand ich die solide, ich fand die schön und wenn man bedenkt, dass man 13,45 für die Box ausgibt, ist es also mega, weil allein dieses Ultrasun kostet doch irgendwie schon 30 Euro oder so den Dreh, ja 24 Euro, ne? Muss man sich mal reinziehen. Deswegen ist es schon vom Preis-Leistungs-Verhältnis her immer wieder eine gute Kiste, aber für mich persönlich war das jetzt nicht so die Bam-Box. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das so seht und jo, das war's auch schon. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.